Moin Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Freue mich natürlich wie immer, dass du eingeschaltet hast. Ich muss ganz kurz einmal sagen, dass ich in der Zeit, jetzt wo ihr hier das Video seht, gerade im Urlaub bin. Denn ja, für uns E-Sportler ist das so die einzige Zeit, wo wir mal auch ein wenig abschalten können. Und ja, ich habe gemerkt, dass ich das einfach mal brauche und von daher kommen im Moment auch jetzt nicht so viele Videos. Ich denke mal, ihr habt dafür Verständnis und zu FIFA 18 gibt es dann natürlich einfach wieder Vollgas. Und die meisten von euch warten natürlich auch auf das Pro-Fatal-Halbfinale. Ich habe es leider nicht mehr geschafft, mit Gorilla einen Termin zu finden, um das noch vor meinem Urlaub aufzunehmen. Deswegen wird das wahrscheinlich erst in der nächsten Woche kommen. Also ich bin bis zum 20.8. bin ich unterwegs. Und danach findet ja dann auch die Gamescom statt, unter anderem. Von daher müsst ihr euch da leider noch ein bisschen gedulden, aber ich versuche es natürlich so schnell wie möglich für euch hochzuladen. Das zumindest vorab. Und ja, heute machen wir mal ja so etwas anderes. Ich habe mir nämlich mal sowas ausgedacht, und zwar eine Art Discard-Challenge um Neymar 92er von PSG. Das ist eine Karte, ja, die ziemlich gehypt ist im Moment ja in FIFA. Ihr seht, 700.000 Münzen kostet der. Der ist meistens nicht auf dem Markt. Ich musste mir den extra snipen. Und ja, hat natürlich mit 222 Millionen Euro ziemlich, ich sage jetzt mal, Trubel gemacht, der junge Mann, denn es war einfach so unglaublich viel Geld. Jedenfalls geht es jetzt darum, ich habe mir hier vier Challenges ausgesucht und ich habe dafür zwei Spiele Zeit. Wenn ich diese vier Challenges nicht hinkriege, dann ja, muss ich diesen Neymar leider ja, abstoßen. Könnte ziemlich schmerzhaft werden für uns. Aber ich werde euch jetzt mal hier diese vier Challenges einblenden. Und zwar muss ich einmal gegen das Aluminium schießen, einmal muss ich ein Kopfballtor erzielen, ein Tor von außerhalb des 16ers und in einem Spiel muss ich mehr oder mindestens drei Tore schießen. Das ist eine Mischung, die nicht unbedingt einfach ist, denn ich muss ja zum Beispiel einmal auch extra nicht das Tor treffen, muss vielleicht auch ein Kopfballtor machen, was relativ schwierig ist. Also ja, das ist nicht so einfach, wie es sich jetzt vielleicht auf Anhieb anhört. Und wie gesagt, ich habe dafür zwei Spiele Zeit. Sollte der ein oder andere Gegner rausquitten, dann gönne ich mir vielleicht auch noch ein drittes Spiel, dass es ungefähr fair ist. Aber das werdet ihr dann sehen. Ich würde mal sagen, wir springen mal rein ins Spiel und gucken mal, ob wir ja, diesen Neymar hier noch retten können. Bis gleich. So, wir schauen uns mal den ersten Gegner an. Ja, gut. Mit eines der besten Teams, die man wahrscheinlich so treffen kann, in so einem Daily Knockout-Turnier mit ganz, ganz vielen Premium-SBC-Spielern. Ja, sah ordentlich aus. Oh, so jetzt Neymar, come on. Sieht gut aus. Jetzt von außerhalb des 16ers. Da fehlt ihm so ein bisschen die Schusskraft, deswegen ist das echt schwierig. Ah, das sieht gut aus. Come on, Neymar. Jetzt vielleicht von außerhalb des 16ers. Das könnte was werden. Und das wird was. Wir haben hier die erste Challenge damit abgeschlossen. Das ist schon mal sehr gut. Ich habe es ja eben schon mal ganz kurz gesagt. Er hat nicht so eine gute Schusskraft. Das war zwar knapp, aber ich denke mal dann doch relativ eindeutig noch von außerhalb des 16ers. Sehr, sehr gut. Ja, und hier haben wir direkt den ersten Rage-Quit. Ich werde mir jetzt mal ungefähr so die Zeit merken. Und zwar ja, werde ich im nächsten Spiel, ja, noch klar, ja, ganze 90 Minuten, aber danach nochmal weitere 60 Minuten Zeit haben. Also so, dass ich so grob 180 Minuten Ingame-Zeit habe, denn sonst ist das einfach nicht machbar. Ihr seht es ja, die Gegner gehen einfach direkt raus, ihr werdet es das aber dann sehen. Also schauen wir uns mal eben den zweiten Gegner an. So, wir schauen uns den zweiten Gegner an und der hat ein Serie A-Team mit Dybala 86er vorne, ansonsten relativ günstig. Koulibaly ist noch ein sehr starker Spieler, wie ich finde. Ja, ist auch schlagbar. Ah, da haben wir direkt mal Platz. Come on, Neymar. Lauf, lauf, lauf. Vielleicht können wir jetzt in dem Spiel mal versuchen, den Hattrick zu erzielen. Und dann machen wir den leider nicht rein. Aber wir sind hier nochmal am Ball. Schade. Komm schon, Neymar. Sieht gut aus, der Schuss. Wieder gehalten. Hat gut aufgepasst von Bonucci. Lallana, Pogba, außen steht Lukas. Vielleicht können wir jetzt mal versuchen, irgendwie das Kopfballtor zu erzielen. Und wir machen das Kopfballtor. Das läuft ja mega gut.
Ja, das war, glaube ich, mit die schwerste Challenge, die wir jetzt gerade halt hinbekommen haben. Wir müssen jetzt noch einmal gegen das Aluminium schießen und natürlich jetzt noch zwei weitere Tore in diesem Spiel. Oh, das sieht gut aus. Come on, Neymar. Schießen wir sogar nochmal von außerhalb. Starke Parade von seinem Chesney. Und da geht Neymar am Gegner vorbei. Neymar auf und davon. Und da ist das 0 zu 2. Wir haben jetzt eigentlich streng genommen schon einen Hattrick erzielt, weil der Gegner ist ja eben rausgequittet. Ich hoffe mal, dass er jetzt hier nicht auch wieder rausgeht. Das sieht schon mal sehr gut aus. In der Mitte steht Lallana. Jetzt müssen wir den noch einmal querlegen. Und da haben wir auch Challenge Nummer 3. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr noch 90 Minuten, nicht ganz, Zeit, einmal gegen das Aluminium zu schießen. Was jetzt erstmal leicht klingt, aber naja, das ist glaube ich auch nicht so einfach. Ich werde möglichst versuchen, da gegen die Latte zu schießen. Aber auch das wird wahrscheinlich schwierig werden, denn ihr seht, ich habe jetzt halt noch ein Tor geschossen, was ich aber eigentlich gar nicht wollte. Und da haben wir den nächsten Rage Quit. Ich würde sagen, ich werde jetzt noch ein neues Spiel anfangen und das wird dann zählen. Also heißt, wenn der Gegner Rage Quittet, dann habe ich Pech gehabt. Und ja, von daher haben wir jetzt noch dieses eine Spiel Neymar hier mit 4 Toren. Das war ein sehr, sehr gutes Spiel. Da konnten wir 2 von den 4 Challenges abschließen. Also, wir müssen jetzt noch einmal gegen das Aluminium schießen in diesem Spiel. Ansonsten ja, wird Neymar abgestoßen. So, wir schauen uns das letzte gegnerische Team an. Jetzt gilt es natürlich, jetzt ja, ist hier der Showdown, ob wir Neymar discarden müssen oder nicht. Er hat 3 Footy-Karten, aber keinen Footy-Gewinner. Sieht auch nach einem ganz ordentlichen Team aus, wie ich finde. So, da haben wir Neymar. Wie schießt sich denn jetzt am besten gegen den Pfosten? Ha, das wird, glaube ich, jetzt schwierig werden, weil ich darf natürlich jetzt auch nicht zu viele Tore schießen, weil sonst der Gegner vielleicht rausquitzet. Der war leider nicht am Pfosten, das war ganz knapp. Ich muss mir jetzt irgendwas ausdenken. Oh, der Gegner kommt hier über Ben Yedder. Ist vielleicht auch besser so, dann bleibt er vielleicht ein bisschen länger im Spiel drin. Macht hier das 1 zu 1, hat er aber schön rausgespielt, muss ich sagen. Hier ein bisschen Shielding in die Mitte. Ja, und der 84er Ben Yedder lässt sich sowas nicht nehmen. So, aber Neymar hier natürlich wieder am Start. Holen den Freischuss raus. Das könnte vielleicht mal eine Chance sein, den Ball irgendwie gegen die Latte oder so zu schießen. Werde ich jetzt einfach mal probieren, den über die Mauer zu heben. Und dann mal schauen, ob das vielleicht... Okay. Oder auch nicht. So, nächste Chance. Jetzt vielleicht aus dem spitzen Winkel. Ich versuche auf die kurze Ecke... Ah, das ist echt schwierig. Ah, das macht das schön, die Ballrolle. Nochmal die Ballrolle und jetzt aus spitzem Winkel ans Außennetz. Ja, ich glaube, dass das daraus am besten geht. Wirklich aus dem spitzen Winkel möglichst versuchen, den Ball dann irgendwie an den Außenpfosten oder wie auch immer zu schießen. Ich glaube, das geht am einfachsten. Und Neymar, komm, irgendwie gegen den Pfosten. Jetzt versuche ich ihn... Ha, ich weiß nicht, wie man das machen kann, dass man extra gegen den Pfosten schießt. Ja, Mist, ich will keine Tore schießen, Mann. Ha, ich habe noch knapp eine Halbzeit Zeit. So, jetzt Neymar, jetzt nach außen. Wieder der Torwart. Okay, das hat nicht viel gebracht. So, jetzt aber Neymar. Vielleicht mit einem Weitschuss. Oh, das war mega knapp. Das war richtig, richtig knapp über der Latte. Komm schon, Neymar wieder frei durch. Kann er das Laufduell gewinnen? Kann er. Neymar. Oh, jetzt. Das könnte unsere Chance werden. Wir haben einen Elfmeter. Werde ich jetzt versuchen, ihn eher gegen die Latte oder eher gegen den Pfosten zu schießen? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher gegen Pfosten. Wir haben aber natürlich keinen Pfeil. Das wird schwierig. Come on, Neymar. Mann, ich will den nicht ins Tor schießen. So, komm schon. Neymar, frei durch. Jetzt, come on, Neymar. In die kurze Ecke. Er will einfach nicht gegens Aluminium schießen. So, Neymar, nächste Chance. Jetzt versuche ich es wieder auf die kurze. Das ist einfach unmöglich gefühlt.
Nur noch knapp 15 Minuten. Nochmal die Ecke. Versuche ich einfach mal aus dem Spitzenwinkel. Viele Chancen werde ich nicht mehr haben, gegen den Pfosten zu schießen. Jetzt vielleicht nochmal. Über Neymar. Er schießt den immer ins Tor. Ist ja auch eigentlich gut, aber in dem Fall einfach nicht. Bitte Gegner, bleib zumindest in der Partie drin. Ah, sauber. Neymar ist motiviert. Nimmt nicht den Freischuss mit, sondern bleibt am Ball. Oh, schönes Dribbling. Jetzt versuche ich mal ein bisschen höher zu schießen. Ich habe bestimmt 3 von den 4 Balken aufgeladen und der schießt den trotzdem nicht irgendwie hoch gegen die Latte. Ja, es war halt ein überragendes Tor. Aber, na, 5er-Pack von Neymar. Noch 8 Minuten. Komm schon, Neymar, jetzt. Ich versuche mal den Lupfer. Millimeter. So, wir haben jetzt hier nochmal richtig viele Chancen. Neymar. 88. Minute. Ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen. Ich befürchte leider nein. Auch da habe ich wieder versucht, den irgendwie möglichst weit rechts zu schießen. Aber der schießt den immer automatisch ins Tor. So, 90. Minute. Das könnte die letzte Möglichkeit sein. Ja, der Gegner läuft jetzt mit dem Torwart raus. Okay, das könnte jetzt unsere Chance werden. Come on, Neymar. Aus dem Spitzenwinkel. Nein! Warum schießt er den denn aus dem Spitzenwinkel trotzdem ins Tor? Ich will das in der Wiederholung sehen. Ich schieße extra von da. Und ich könnte wetten, wäre es jetzt ein wichtiges Spiel gewesen und es wird 1-1 stehen, würde Neymar gegen den Pfosten schießen. Glaubt mir einfach. Ich befürchte, das war's. Da ist der Schlusspfiff. Wir hatten 90 Minuten Zeit für diese eine Challenge, den Ball mit Neymar extra gegen den Pfosten zu schießen. Ja, wir haben 7 Tore erzielt. Neymar, muss ich hier einfach nochmal sagen, ist einfach ein überragender Spieler. Wird auch in FIFA 18 extrem abgehen, bin ich mir sicher. Ich will nochmal gucken. Gibt leider keine Wiederholung, wo wir den Ball so knapp übers Tor geschossen haben. So, da haben wir Neymar von seinem neuen Verein Paris Saint-Germain, 222 Millionen. Und ähnlich teuer wird das Video für mich hier auch. Ihr seht, den gibt es einmal noch auf dem Markt für 700.000. Ja, für weniger kann man den aktuell nicht kaufen. Und ich würde sagen, wir machen es kurz. Neymar, mein Freund, 736 Münzen. Oha, das ist vielleicht, keine Ahnung, 5 Cent oder so heruntergerechnet. Ich weiß nicht, wie wenig das ist im Vergleich zu seiner echten Ablösesumme, aber auf jeden Fall gar nichts. Ja, Neymar, es war mir eine Ehre, hat richtig Spaß gemacht, trotzdem mit dem zu spielen. Ihr habt es gesehen, er hat mega rasiert und ja, Strafe muss sein, von daher, bye bye. Boah. Das tut weh. 700.000 Münzen, einfach mal so weg damit. Aber gut, Strafe muss sein. Das Video war auf jeden Fall trotzdem richtig geil. Wenn ja, dann würde ich mich, wie schon gesagt, über einen Daumen nach oben freuen. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.